Mein Name ist Christian Zeitnitz, ich bin Professor für Physik in der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften und die Arbeitsgruppe ist die experimentelle Teilchenphysik. Ja, wir forschen in dem Bereich der kleinsten Teilchen, das heißt also die Bausteine der Materie. Wir versuchen zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, was also unterhalb von Atomen passiert, welche Kräfte da wirken und welche Objekte da eine Rolle spielen. Mich hat schon immer interessiert, Sachen zu erklären, das heißt also Zusammenhänge zu verstehen. Und gerade die Physik bietet eben da eine breite Möglichkeit, Details, die mathematischen Beschreibungen der Physik, der physikalischen Vorgänge zu verstehen. Und das hat mich schon immer begeistert und das hat dazu geführt, dass ich mich auch speziell mit der Teilchenphysik beschäftige, weil das eben wirklich die Kräfte und die grundlegenden Bausteine in der Natur betrifft. An dem Forschungsgebiet fasziniert mich, dass ich eben gerade diese grundlegenden Eigenschaften der Natur verstehen kann oder versuche zu verstehen. Alles verstehen können wir leider auch noch nicht. Und dass dies eben nicht nur Bedeutung hat bei den kleinsten Teilchen, sondern bis in den Bereich der Kosmologie wirkt. Das heißt also, das, was wir eben forschen, hat auch Bedeutung zum Beispiel bei der Entwicklung des Universums nach dem Urknall. Die Teilchenphysik ist schon seit Jahrzehnten dabei, Daten im großen Stil mit Computern zu verarbeiten. Und das heißt also, das fing so an in den 60er, 70er Jahren schon im großen Stil. Und ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei, eben Daten zu verarbeiten, Big Data Analysen zu machen. Und in dem momentanen oder dem jetzigen Output-Artikel geht es darum, wie die Digitalisierung eben in der Forschung, welche Bedeutung die da hat. Und das betrifft eben nicht nur die Datenverarbeitung, sondern zusätzlich eben auch alle Aspekte der Experimente, weil diese Experimente sind extrem groß. Wir haben über 4000 Wissenschaftler und Ingenieure da drin. Das heißt, alle Aspekte dieses Experiments müssen eben digitalisiert sein, damit das überhaupt funktionieren kann.